Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wochenshow Keeping Up with E-Horses. Heute haben wir wieder spannende Beiträge für euch, haben wieder die Inserate der Woche und wieder eine Abstimmung. Das alles in diesem Video. Vorweg sei gesagt, wir haben heute leider nur negative News und wir beginnen einmal mit einem ganz schrecklichen Unglück, was sich in North Yorkshire in England zugetragen hat. Dort ist ein zweijähriges Kleinkind bei einer Jagd mitgeritten, vom Pony gestürzt und dann an den folgenschweren Verletzungen verstorben. Das hat ordentlich für Aufsehen gesorgt. Wie ist da eure Meinung? Sollte ein zweijähriges Kind schon bei einer Jagd mitreiten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ein zweites Thema, was uns diese Woche beschäftigt hat, war der Springreiter André Schröder, denn der wurde von der FEI für ein Jahr gesperrt auf internationalen Turnieren. Grund dafür war eine Routineuntersuchung bzw. eine Routinekontrolle bei einem internationalen Turnier in der Slowakei. Dort haben die Stewards die Gamaschen kontrolliert. Das machen die ganz häufig, um einfach ja, punktuell zu kontrollieren, ob da alles vorschriftsmäßig abläuft. Und bei den Gamaschen stellte sich dann heraus, dass spitze Gegenstände an der Innenseite der Gamasche befestigt wurden. Und der Springreiter hat sich dann in sehr vielen Widersprüchen verstrickt, wurde am Ende dann jetzt für ein Jahr gesperrt. Ich glaube, wenn man solche Maßnahmen für seinen sportlichen Erfolg angehen möchte, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg und das ist natürlich absolut tierquälend. Tierquälerei ist leider auch der ideale Übergang zur nächsten News. Und zwar hat die PETA Anzeige erstattet an den Deutschen Traberverband bzw. dem Deutschen Traberderby. Der fand am 2. September bis 5. September statt und dort kam es auch zu unschönen Szenen. Ein Reiter hat sein Pferd mit mehreren Peitschenschlägen tierschutzwidrig nach vorne gepeitscht und das sorgte ebenfalls für Aufsehen. Er wurde auch mit einer internen Geldstrafe dann bestraft. Gleichzeitig hat er aber am Ende die Prüfung sogar gewonnen und konnte ein sehr hohes Preisgeld gewinnen. Das heißt, wie man da in zweierlei Maß messen kann, ist sehr, sehr schwierig. Grundsätzlich hätte er natürlich disqualifiziert werden müssen. Alle weiteren Infos zu den News findet ihr aber natürlich in der Infobox in unserem Linktree. Da ist alles verlinkt und dort könnt ihr dann weiterschauen. Rika, du hast wieder passende Pferde für die Woche rausgesucht. Wir beginnen heute mit einem ganz braven und zuverlässigen Wallach. Und zwar ein Trakehner Warmblut, 7-jährig, 1,76. Der ist hier natürlich wieder eingeblendet. Und das ist ja auf jeden Fall ein absoluter Hingucker im Ausbildungsstand Klasse A. Da schaut unbedingt mal vorbei. Der ist natürlich auch verlinkt. Als Schimmelfan passt natürlich der zweite Kandidat der heutigen Top 3 Pferde. Und zwar ein Hannoveraner Warmblut, 6-jährig, 1,62 groß, auch ein absoluter Hingucker. Ist für euch auch verlinkt. Er ist im Bereich Springpferde A schon erfolgreich gewesen. Und als dritten haben wir noch einen kleineren Kandidaten dabei. Und zwar einen sportlichen, kinderfreundlichen Reitpony-Wallach. Der Kleine ist 1,46 groß, das heißt im Ponymaß, auch im Spring zu Hause, kann aber auch in der Dressur eingesetzt werden und mit Sicherheit ein super Kinderpferd. Schaut da unbedingt mal vorbei. Pferdefreunde, ihr merkt es schon, die Tage werden kürzer, die Winterzeit kommt. Für uns bei E-Horses ist gerade auch eine ganz besondere Zeit, denn diese Woche startet der Versand unserer E-Horses Adventskalender. So sieht das Paket aus, wenn das dann bei euch zu Hause ankommt. Hier ist der Adventskalender drin. In der letzten Folge habe ich euch ja schon einmal ein bisschen den Inhalt und wie das aufgebaut ist gezeigt. Mittlerweile sind nur noch 148. Rika, ich habe gerade noch nachgeguckt. Noch vorrätig. Wenn die weg sind, ist wirklich Schluss. Deswegen schaut unbedingt vorbei für den Fall, dass ihr noch gerne einen haben möchtet. Ich würde sagen, wir können einmal hier auch die ganzen Marken verlinken, die mit dabei sind. Und dann schaut unbedingt auf unserer Website vorbei. Wie gesagt, es sind nicht mehr viele da. Wenn dieses Video rauskommt, sind es wahrscheinlich sogar noch weniger.
In der letzten Folge haben wir ja gefragt, wo wollt ihr lieber wohnen? Lieber an der Ostsee mit den Pferden oder in Spanien im schönen, warmen Gebiet? Tatsächlich, Rika, 58% haben sich für die Ostsee entschieden. Also wir bleiben ja hier in Deutschland auf jeden Fall treu. Ich meine, am Meer zu wohnen ist mit Sicherheit auch wahnsinnig schön. Diese Woche haben wir auf unserem Instagram-Account eine ganz besondere Abstimmung, die sehr, sehr allgemein gehalten ist. Denn wir wollen einfach mal wissen, wer seid ihr eigentlich? Wie ist eigentlich unsere Community drauf? Und deswegen fragen wir einfach, seid ihr lieber Team Dressur oder lieber Team Springen? Das könnt ihr jetzt abstimmen und ich bin mal gespannt, ob das 50-50 nächste Woche ist oder ob es doch eine dominierende Disziplin gibt. Das war's schon in dieser Woche mit der Keeping Up with E-Horses Wochenshow. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das Format teilt. Demnächst haben wir auch noch echt coole Inhalte geplant. Deswegen bleibt unbedingt dran. Wenn ihr gerade auf YouTube zuschaut, gerne den Kanal abonnieren. Dort haben wir auch ganz verschiedene Inhalte. Unter anderem sind wir öfter mal zu Besuch auf anderen Seiten, in anderen Stellen und so weiter. Deswegen schaut da unbedingt mal vorbei auf Instagram und auf Facebook könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Restwoche, ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.